ist mittlerweile über 3 Jahre her und wir stehen immer noch hier. Man könnte sagen, es habe sich klimatechnisch in der Politik nicht viel getan. Aber das stimmt nicht. Es haben sich Dinge getan. Nur dies sind nicht die Sachen, die wir so dringend brauchen, um noch eine Zukunft zu haben. Anfang März ist ein neuer IPCC-Bericht veröffentlicht worden, der wieder einmal beschreibt, wie extrem der Klimawandel unsere Umwelt verändern und zerstören wird. Dabei können selbst die besten WissenschaftlerInnen nicht mehr genau vorhersagen, was in einem Worst-Case-Szenario passieren wird. Aber das scheint keinen zu interessieren. Stattdessen wirkt es so, als würde Klimaschutz erst dann aufkommen und eine Rolle spielen, wenn es wirtschaftliche Relevanz hat. Wie absurd auch, dass die 3 Jahre an Demos von SchülerInnen und die Warnungen von hunderten WissenschaftlerInnen anscheinend nicht viel verändern konnten. Das zeigt, wie wenig unser Protest und Anliegen von der Politik ernst genommen wird, obwohl Krise nach Krise kommen und die Zukunft für uns alle immer ungewisser wird. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass jetzt sogar Mitglieder der CDU frieren für den Frieden oder ein Tempolimit für weniger Spritverbrauch fordern. Und auf einmal ist es keine dumme Öko-Idee, weniger fossile Ressourcen zu verbrauchen, sondern eine allgemein akzeptierte Aussage. Wir finden es absurd und ekelhaft, dass erst, wenn es um unsere Wirtschaft geht, der Klimaschutz ein schöner Nebeneffekt sein darf. Auch die sozialen Folgen der unnormal hohen Spritpreise werden ohne großen Aufschrei in der bürgerlichen Gesellschaft angenommen, obwohl dies gerade die Menschen mit geringen Einkommen auf unzumutbare Weise belastet. Die Spritpreise, sie sind an die Ölkonzerne gekoppelt, die gerade aus der Krise Profit schlagen. Anstatt eine gesellschaftliche Antwort darauf zu suchen und die Spekulation auf hohe Preise und den Profiten, die einzelne wenige durch diesen Benzinpreis machen, zu reduzieren, kommt die Idee von der FDP auf, einen Tankrabatt einzuführen, der nur dafür sorgt, dass Autokonzerne, Ölkonzerne und einzelne KapitalistInnen trotz Krise immer schön weiter verdienen können und dürfen. Und das kann es doch nicht sein. Diese Negierung von Protest passiert systematisch und es wird versucht, uns mit vorgeschobenen Erfolgen zu vertrösten, wie beispielsweise dem, dass es jetzt ein Umweltministerium gibt und die Grünen in der Regierung sind. Aber das ist einfach nur heuchlerisch und bringt keine richtige Veränderung für unser aller Zukunft. Die Handlungen der Politik zeigen aber eben nicht den Weg zu einer klimagerechten Zukunft, sondern den Weg zu einer grauen Dystopie. Und das können wir nicht zulassen. Ein gutes Beispiel dafür ist die EU-Taxonomie, die Gas und Atomkraft als klimafreundliche Energien dastehen lässt. Auch der Vorschlag, nun Gas aus der USA und Katar zu importieren, um russisches Gas zu vermeiden, ist einfach nur lächerlich. Zwar will die Politik in Zukunft mehr auf erneuerbare Energien setzen, um eine möglichst weitgehend autonome Energieversorgung zu ermöglichen, trotzdem soll am Hamburger Hafen noch ein neues Terminal nur für Gas gebaut werden, in das Unmengen an Geld fließt. Dass fossiles Gas auch klimaschädlich ist und keine harmlose Übergangslösung ist, wird gekonnt, verschwiegen und ignoriert. Auch das Gas in den USA durch Fracking gewonnen wird, welches die Ökosysteme enorm zerstört, wird nicht beachtet. Und es wird auch vergessen, dass Katar wegen seiner Zwangsarbeit und unmenschlichen Arbeitsbedingungen eigentlich kein Handelspartner sein darf. Ein weiteres Beispiel ist der sowieso schon zu späte Kohleausstieg, bei dem der Krieg in der Ukraine als Vorwand genutzt wird, damit noch länger Kohle abgebaggert werden kann,
und Unternehmen wie RWE davon profitieren können. Dabei wird die Abhängigkeit von fossilen Ressourcen aus Russland verwendet, um dies als Begründung dafür zu nutzen, dass die fossile Normalität erhalten bleibt. Das ist alles andere als eine sinnvolle Reaktion auf die Klimakrise. Stattdessen braucht es schnelle, massenhafte Investitionen in erneuerbare Energien. Die Beispiele zeigen, wie wenig sich die Regierung an einer sozialen und klimagerechten Politik orientiert und wie dies systematisch passiert. Nur um den fossilen Status quo zu erhalten, das wollen wir nicht länger. Der Krieg in der Ukraine hat in aller Welt Bestürzen ausgelöst und es ist schrecklich, was gerade mit den Menschen in der Ukraine passiert. Der russische Angriffskrieg, er gehört als solcher benannt und verurteilt und abgelehnt. Aber auch der Umgang mit der Politik in diesem Krieg, er macht uns wütend. In diesem Krieg geht es um neostaatliche und wirtschaftliche Interessen. Es geht um wirtschaftliche und primär fossile Ressourcen wie die Kohle in der Donbass-Region. Aber es geht auch um geopolitische Interessen Russlands, aber auch die der NATO. Und es geht um wirtschaftliche Interessen auch aus dem Westen, wie denen von Waffenfirmen wie Rheinmetall oder Heckler und Koch und deren Aktionäre, die ihr Geld in Mord stecken. All diese Interessen befeuern den Krieg, unter dem letztendlich die Zivilbevölkerung zu leiden hat. Viele versuchen, die Ukraine zu verlassen. Dabei sind es besonders People of Color, also POC, denen die Ausreise erschwert oder sogar verweigert wird. Ihre Warteschlangen an den Grenzen werden kaum bis gar nicht bearbeitet. Sie sind dadurch nicht nur von Krieg, sondern auch noch von Rassismus betroffen. Und dieser Rassismus, er ist ein systematisches Problem. Und es wird durch die deutsche Bundespolizei unterstrichen, die POC aus den Zügen zieht und sie rassistische Kontrollen macht, mit denen rassistische Kontrollen macht. Das geht gar nicht klar. Und das zeigt sich auch nicht erst durch diesen Krieg. Daran wird erneut die Doppelmoral der Leute und der Politik sichtbar, die jetzt die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine unterstützen, während Geflüchtete aus anderen Teilen der Welt über die letzten Jahre an den Grenzen der Festung Europa gestorben sind. Das gehört benannt und verurteilt. Auch sind wir enttäuscht und wütend darüber, wie schnell über Nacht die Bundesregierung 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung der Bundeswehr locker gemacht hat. Dieses Geld, das nie zuvor weder für soziale noch für Klimagerechtigkeit zur Verfügung gestanden hat, wo es doch so dringend gebraucht worden wäre. Diese 100 Milliarden für die Bundeswehr helfen keinen Menschen in der Ukraine, sondern sind dafür da, Deutschland langfristig wieder aufzurüsten und zu einer stärkeren Militärmacht zu machen. Die nächsten Panzer, Drohnen, Raketen sollen gebaut werden, aber sie helfen den Menschen in der Ukraine nicht. 100 Milliarden für die Bundeswehr helfen den Menschen in den umzingelten Städten nicht. 100 Milliarden für die Bundeswehr helfen den Menschen an den Grenzen nicht. Statt in den nächsten Panzer müssen wir in humanitäre Hilfen investieren, an Infrastruktur für Geflüchtete und Hilfen für die Menschen in der Ukraine. Denn wir wissen, mehr Waffen werden keinen Frieden schaffen. Das zeigt erneut auf, dass nicht das Geld für Klimamaßnahmen fehlt, sondern der politische Wille. Wir fragen uns also, wo ist dieses Geld, wenn es um unsere Umwelt geht? Wo ist das Geld, wenn es um Soziales geht? Wo ist das Geld, wenn es um Klimagerechtigkeit geht? Und wo ist das Geld, wenn es um unsere tatsächliche verdammte Zukunft geht? Angesichts des Krieges und der Ohnmacht, die immer wieder aufkommt, müssen wir unsere Kämpfe intersektional führen und vereinen und weitere Schritte gehen. Denn nur demonstrieren reicht halt nicht. Wir müssen natürlich schauen, wie wir lokale Projekte unterstützen und die Kämpfe vor Ort gewinnen können. Sei es beim Fechenheimer Wald
oder einer autofreien Innenstadt. Gleichzeitig sind bundesweit relevante Projekte wie Lützerath ebenso wichtig. Genau wie wir auch nach Möglichkeiten suchen müssen, globale Kämpfe mit ganzer Kraft zu unterstützen. Ein Beispiel hierfür ist der Kampf in Mexiko gegen den Wasserkonzern Danone, der ganze Landstriche austrocknet. Das sind alles punktuelle lokale Kämpfe an einzelnen Orten, die sich jedoch eingliedern in einen globalen Kampf für Klimagerechtigkeit und eine lebenswerte Zukunft und gerechte Zukunft für alle. Aber natürlich ist das viel. Sowohl die vielen Krisen als auch alles, was es noch so zu tun gibt, wirken oft überwältigend. Auch wir wissen manchmal nicht weiter. Aber in solchen Momenten müssen wir uns zusammenfinden, neu orientieren und dann mit voller Kraft wieder losstarten. Wenn es euch ähnlich geht und ihr Bock habt, das kommende Jahr politisch mit uns zu gestalten, dann kommt mit uns nach dieser Demo zur Vollversammlung in den Dinosaal im Senckenberg-Museum. Und lasst uns schauen, wie wir gemeinsam für eine bessere Welt kämpfen können. Lasst uns unseren Protest von der Straße erweitern. Zeigen, dass wir eine klimagerechte Lösung wollen und Politik selber in die Hand nehmen, um dies zu erreichen. Wir schwänzen nicht, wir kämpfen. Gemeinsam auf der Straße für eine klimagerechte Zukunft für alle. What do we want? Climate justice!